Was macht der da schon wieder? Hallöchen, meine lieben, liebenden Zuschauer und herzlich willkommen im Turbogockel-Video. Ja, heute, Leute, was ganz Spezielles, oder Justin? Ja, ja. Mega speziell, ja. Mega speziell. Und zwar hat bei uns vor ein paar Tagen ein Kunde angerufen und hat um Hilfe gebeten. Ne? Ja, ihr müsst mir helfen. Ich habe hier ein Projekt. Was ist Projekt? Er hat es machen lassen in der Firma. Dann holen wir gleich mal dazu den guten Mann. Und sagt, ihr müsst mir helfen. Die kriegen das Auto nicht zum Laufen. Da habe ich gesagt, schick mal ein paar Bilder. Dann haben wir ein paar Bilder hergeschickt. Wir haben ja schon gesehen, das sieht nicht gut aus. Und dann haben wir gesagt, komm bitte mit dem Auto vorbei. Wir möchten uns das angucken, ob wir das überhaupt anfassen. Ja. So, und dieser Mann ist jetzt hier. Es ist ein T4-Bus, 5 Zylinder, umgebaut auf Turbo. Und er hat gesagt, wir sollen uns das mal angucken. Das machen wir jetzt. Ja. Wir haben es uns schon so ein bisschen auf dem Anhänger. Ja. Und jetzt haben wir gesagt, wir nehmen das Ding jetzt mal auf die Bühne und gucken uns das mal gründlich durch. Und das machen wir jetzt. Jetzt gehen wir mal vor und gucken uns das mal alle zusammen einfach mal an. Ja. So, da haben wir das gute Stück. So, und das Ding stand vorhin auf dem Hänger. Und dann ist mir gleich was aufgefallen. Das sieht man wahrscheinlich hier. Eigentlich sieht man das hier auf der Straße sogar fast besser mit dem Auspuff. Ne? Ja. Jetzt gehen wir erstmal hin das Auto. Komm. Also ich habe sowas. Ich habe schon viel gesehen, Leute. Ich habe schon viel gesehen, aber sowas habe ich noch nie gesehen. Gesagt, wir haben schon schlimme Autos da gehabt. Wir haben echt schon das Schlimme. Wir haben echt Baustellen da gehabt. Aber das ist. Aber das übertrifft alles. Das übertrifft alles. Und das hat eine Firma gemacht. Ja. Er hat eine Rechnung dafür bekommen. Ja. Und sehr viel Geld. Und sehr viel Geld dafür bezahlt. Sehr viel. Ach, dann leucht mal erstmal da runter. Fast in the Forest. Okay, Optik-Sache. Ne? Geschmackssache auch. Ja. Geschmackssache. Aber wie das verarbeitet ist, ist unter aller Sau. Vor allem, es hängt da alles runter. Da hätten schmälere Töpfe es auch getan, weißt du? Guck mal, wie das alles geschweißt ist. Das ist mit Schutzgasschweißgerät irgendwie dahin gebutzelt. Hier ist es gar nicht richtig durchgeschweißt und die ganze Auspuffanlage ist so. Gut, wir sehen es gleich auf der Hebebühne. Wir heben den gleich mal hoch. Ich habe dann nur von der Seite mal drunter geguckt, geh wirklich mal da runter. Guck mal, wie der Cut da runter hängt. Justin, fällt dir das was auf? Ist das so normal? Ist normal, oder? Nein, das ist nicht normal, das machen wir so nicht. Vor allem, ich meine, die Schweißnähte, okay, die haben mir das mit Schutzgas, na, das verschliffen alles da, ne? Aber da oben ist Platz ohne Ende. Da ist Platz ohne Ende, warum macht man das nicht höher? Warum hängt der Auspuff hier halber auf dem Boden und der ist fest, weißt du? Der ist fest. Ich verstehe das nicht. Wenn man doch sowas baut, warum hängt man das nicht gleich alles höher? Ich meine, scheiß auf die Optik jetzt, weißt du, Hauptsache das ist dicht, sag ich mal. Vielleicht war die Schwerkraft zu groß. Verstehst? Ich will überhaupt ein Flexrohr drin. Ich habe jetzt keins gesehen gehabt. Na, also wackeln tut was. Also da habe ich kein Flexrohr gesehen. Nee, hier ist nichts Flexrohr. Ich sage halt mal schade um den Bus, wirklich. Schade um den Bus. Das ist ein schöner Bus. Jetzt machen wir mal die Haube auf. So, jetzt leucht mal da rein. Das ist, ich weiß nicht, was die da. Also, auf den ersten Blick, hier schlägt alles an. Hier sind die Rohre alle locker. Da schlägt alles an. Der Rohrfilter ist da. Der ist ja gar nichts fest. Und er hat zu ihm gesagt, das wäre fertig. Da unten ist irgendwie ein wassergekühlter Ladeluftkühler. Der ist einfach da reingeworfen. Der liegt da einfach drin. Die Leerlaufzigarre. Ich muss von der Seite filmen. Danke. Die Leerlaufzigarre, die liegt da einfach drin. Gut, die ist. Ja, die ist da angeschlossen. Ne, die ist gar nicht angeschlossen. Wo gehen die hin? Ja, die geht schon auf die Ansaugbrücke, aber hinten ist sie einfach offen ins Freie. Ja, die Rohre kannst du doch gar nicht, da liegt ja alles an. Das kann nicht. Das ist ja gar nicht fest, da ist ja keine Schelle dran, gar nichts. Und das kann ja so nicht funktionieren, das ist aber, wie soll das gehen? Dann hier haben wir uns Popo, vor allem mit dem Ladeluftkühler. Ich habe unten geguckt, da ist, so wie das aussieht,
weiß nicht, müsste man Stoßstange wegmachen. Aber ein wassergekühlter Ladeluftkühler braucht einen externen Wasserkreislauf. Und ich sehe da keinen Kühler. Also ich habe keinen gesehen. Du? Also ich sehe, warte mal, da ist zwar was. Doch, da hängt einer drinnen, ganz krumm. Ja, ja. Da ist einer drinnen. So ein Mini-Ding da. Anscheinend. Nee, warte. Nee, hinten dran, wenn. Hinten dran, das da ist der einer. Ölkühler. Ist das der Ölkühler oder haben die den als Wasserkühler genommen? Warte mal. Ja, warte mal, das eine ist Wasserkühler, das eine ist Ölkühler. Sollen wir da mal. Guck mal, das ist ja gar nicht fest. Da sind noch verschiedene Schrauben drin. Ja, die Schraube bringt hier eh nichts. Warum? Ja, aber die ist fest. Also so halber fest. Da müsste man mal hier. Was ist das? Vierer Imbus? Das dreht sich damit. Eine Mutter reingemacht oder so. Ja, das kriegst du gar nicht mehr raus, weil das sich da unten mitdreht, weißt du? Sonst hätte ich das mal rausgenommen. Hätte mal geguckt. Doch, das haben die als Wasserkühler genommen. Ich flipp aus, Alter. Echt, das kleine Ding? Ja, warte mal, das ist locker hier. Okay. Das ist fest. Warte mal. Warum nimmt man da keine Unterlegscheiben? Guck dir das mal an, Justin. Allein das da. Drei verschiedene Schrauben drin. So eine Schraube, siehst du das? Ja. Ich meine, das sind Kleinigkeiten, aber warum nimmt man da nicht drei gleiche Schrauben mit drei gleichen Unterlegscheiben, weißt du? Das geht auch nicht mehr raus hier, oder? Weiß ich nicht. Nee, da dreht sich was mit. Da ist eine Mutter drunter. Wie ich gesagt habe. Irgendwo. Oh Mann. Jetzt. Nee, da ist gar nicht, nur reingesteckt. Ist nur so reingesteckt. Musst du da mal, Max, so ein Plastikkeil, weißt du, wo ich das mal raushebeln kann? Ja, so ein Plastikkeil, weißt du? Mach mal den Grill vorne mal weg. Ich will mir mal diese ganze Ladeluftkühlanlage mal anschauen. Das Kühlsystem. Das schaue ich mir jetzt mal an, aber ich sehe schon, was es ist. Das ist so. Ich finde es. Wenn man es doch nicht kann, warum lässt man die Finger nicht weg, weißt du? Ja, aber ist denn der, was gemacht hat, ist das denn nicht bewusst, was danach kommt? Weißt du? Das interessiert mich jetzt schon, ja. Das muss doch ein Bewusstsein, was danach passiert. Naja, wir gucken jetzt hin. Wenn es geht. Aber der ist zu wabbelig, oder? Der ist zu wabbelig. Warum haben wir noch einen? Weißt du? Da ist eh schon, da fehlt der ganze Plastik, ne? Willst du mal normalen nehmen, mit einem Lappen, weißt du vielleicht? Einen normalen Schraubenzieher und einen Lappen. Ich will das mal da runterziehen. Machst du denn da den Lack noch kaputt? Ich habe auch mal schon einen T4 gehabt, Turbo, zwei Stück. Hast du die noch gekannt? Nee, aber mit 300 PS hast du was gesagt, ne? Zwei Stück, ein weißer V6 Turbo und einen. Doch, da habe ich jetzt eben ein Bild gesehen. Weiß ich auch nicht mehr, wo, mit Aufschrift. Habe ich aber verkauft, weil ich bin mit denen viel in Urlaub gefahren. Ja. Und die haben so viel Sprit gefressen, manch. Dann habe ich mir den TDI gekauft. Ja. Ja. Ja, aber die sind gefahren, ne? Mit Hänger schön, mit Boot hinten dran alles. Waren geile Autos, aber haben heftig angefangen zu rosten dann. Ne? Überall, ja, Innenradläufe und so haben die angefangen zu gammeln. Maximus. Das ist ein Max, sein Socke. Socke. Den hat er gerade angehabt. Du deine Socke ausgezogen. Ja, jeden Tag. Fisch mal dran. Fischkäse. Ja. Jetzt. Ach, du grüne Nein. Oh mein Gott. Guck mal, der ist ja gar nicht fest alles. Alter. Und das ist der Wasserkühler für den Ladeluftkühler. Oh. Und was soll das bringen, bitte? Nichts. Das ist kontraproduktiv. Das bringt gar nichts. Du brauchst da mindestens mal so wie der. So eine Größe, mindestens mal. Oder über die ganze Fläche.
Ja, aber selbst das kannst du ja nicht drin lassen. Der hängt ja einfach da drin, der Scheißdreck. Der ist da gerade reingeworfen. Weißt du, warum nicht einfach eine... oder zumindest mal hätte ich schön ausgeschnitten, weißt du, hier. Und hätte so wie der Kümmel an seinem, hätte da unten einen schönen Luftkühler hingemacht. Fertig. Das ist viel geiler. Da ist nicht mal ein Schutz drauf. Das, weißt du, ein Ölkühler, ein Mods-Apparat, der hätte das einfach drehen sollen vielleicht, wäre es besser gewesen, ne? Ja. Weißt du, das fürs Wasser und das fürs Öl, dann wäre es besser gewesen. Naja, egal, aber funktioniert tut's eh nicht, also das kann ja gar nicht dicht sein, Alter. Das ist ja komplett locker, guck mal. Was ist so runterziehen? Die Scheiße. Meinst du, das Auto ist abgedrückt worden? Wie abgedrückt worden? Ja, ob alles dicht ist. Na, guck mal hier. Ja, egal, mal nicht kaputt. Es, ja. Gut, es ist schon alles kaputt. Aber, ja, aber guck mal, wie locker der ist. Die ganze Pille ist locker. Dann habe ich, was ja der Oberhammer war, ne? Das fand ich ja, das ist ja auch geil hier. Das ist ja auch geil hier. Das war so eingehängt. Das war hier so eingehängt. Ich habe das da irgendwie... Warte mal. So war das drin. Ich schwöre, so war das da drin. Und wenn du Gas gibst, dann gibt es nur so viel Gas. Die Drosselklappe. Und du musst ja die Drosselklappe, musst ja jetzt gucken, wie weit die rum muss, dass die Vollgas gibt. Das hat ja gar nicht funktioniert. Dann hat ist da irgendeine selber gebaute Ansaugbrücke. Das sieht aus, irgendwas mit der Flex darum gemacht. Die Halterung von der Einspur. Guck mal, das ist alles locker. Da unten ist eine abgebrochene Schraube drin, das ist alles locker. Da müsst ihr erstmal die. Aber das ist ja irgendwas selber. Oh, das sieht aus, wie wenn das einer gefeilt hätte mit der Feile oder irgend sowas. Ja. Dann guck mal den Krümmer. Dann guck mal, was da einer gebastelt hat. Diesen riesen Rohrkrümmer da, keine Ahnung. Kann man das auffangen mit der Kamera? Ein bisschen, ja. Und wieder, das ist auch irgendwie mit Elektrode gespeist oder sowas. Da ist ein riesen Schweißball da drauf. Kannst du das irgendwie einfangen? Komm, scheiß Mikrofon. Ja, Leute, schaut euch das. Ihr sieht man leider schlecht jetzt. Warte mal, ich mach mal Licht. Ja, aber das bringt nichts, das kommt nicht weiter rein. Das kommt nicht tiefer rein. Egal. Es ist auf jeden Fall einfach alles Müll. Es ist nur einfach Müll. Da liegt der Benzindruckregler. Hier liegt der Benzindruckregler. Gut, die Kabel, das ist, kann man ja alles retten. Das ist ja nicht so wild, ne? Wo sitzt denn überhaupt das Steuergerät? Da ist übrigens... Wo? Ja. Was ist das für ein Steuergerät? Emo. Ah, das ist eine Emo. Emo. Das ist eine Classic. Ja, alte. Okay, eine alte Emo Classic. Das ist aber noch die beste. Das Auto war dann danach bei einer Firma, die mir bekannt ist, zum Abstimmen. Was ich halt gar nicht verstehe, warum er sowas überhaupt annimmt. Der hat das aber dann laut dem Besitzer scheinbar dann doch aufgehört, ne? Ja. Und was ist das? Schlüssel? Noch irgendwas. Ich bin immer so. Wahrscheinlich hatte der auch keinen Bock auf die Baustelle. Also ich hätte es gar nicht angefangen, ne? Mhm. Weil das kann ja gar nicht laufen. Die Düsen, geh nochmal her, die Düsen, die stehen ja gerade nach unten. Weißt du? Guck mal. Geh mal her. Die Düse, wenn hier das Ansaugkanal ist, steht die Düse so. Mhm. Wie sollen der in den Kanal reinspritzen? Ja, ich spritze ja vorbei. Vorbei, ich meine, die Luft saugt das schon an, aber das ist scheiße, läuft ja. Das unrund, weißt du? Wenn, dann muss die Düse zumindest mal so in der Flucht halt sitzen, dass die direkt in den Kanal reinspritzt, ja. Weißt du? Das kann ja gar nicht richtig funktionieren. Dann ja, wie gesagt, da sind ja die Gewinde alles kaputt, alles abgebrochen, das ist ja alles locker, die ganze Anspritzleiste ist locker. Da musst du erstmal die Brücke rausnehmen, musst das raus, aber ich würde gar nichts machen. Ich persönlich, wir haben jetzt schon gesagt, alles raus. Ja. Alles raus. Und Neubau. Was anderes bleibt da nicht übrig. Ist auch gut. Ja. Da ist auch keine Schelle, ne? Egal, wir sollen das jetzt mal nur mal... Achso, du filmst jetzt mal. Wir sollen es erstmal nur jetzt mal begutachten. Und er will wissen, was wir dazu sagen. Und das machen wir jetzt. Also wir sollen einfach unsere freie Meinung dazu sagen und fertig. Und das machen wir jetzt. Jetzt hätte ich gesagt, Max, weil er läuft ja nicht. Mhm. Wir schieben dann auf die Hebebühne. Hier, Maximus. Der Speck guckt raus. Neidisch, dass du keinen hast. Ja, doch, ein bisschen habe ich noch hier. Wir schieben den jetzt auf die Hebebühne, heben den mal hoch und gucken jetzt mal von unten, wie das Ding aussieht. Mhm. Wahrscheinlich kriegen wir da als Rest einen Schreck. Ja. Ja. Also, dann sehen wir uns gleich auf der Hebebühne. Also, das Auto steht auf der Bühne. Wir dürfen aber leider nicht so hoch, weil wir haben oben den Kran. Wir hätten den sonst rückwärts reinschieben müssen, aber das wäre jetzt voll Lack gewesen, weil da hätten wir das Auto oben drehen müssen und alles, dann läuft ja nicht.
Also heben wir den jetzt, sage ich mal, nur zur Hälfte hoch. Reicht ja zum unten ein bisschen durchgucken. Mhm. Sind die Lampen geladen? Habt ihr die geladen? Ja, sind die geladen. Pass auf, heb du erstmal ein Stück hoch, Marc. Gut. Kannst du noch, oder? Du kannst noch so viel. Also, wir können nicht höher, aber das reicht ja schon. Und wir brauchen eine Lampe. Lampe. Wir brauchen eine Lampe. Oh, die Bremse ist auch fest, ne? Also, Justina, guck mal her. Hier ist die vorne Lampe. Also, der Auspuff ist schon... Alter, guck dir das an. Warum, vor allem warum Töpfe genommen, hinten ein Rohr und vorne zwei Eingänge? Weißt du? Warum nicht einfach einen schmalen Topf mit einem Eingang? Warum? Das musst du mir mal erklären. Gab es die irgendwo in Sonderangebot oder was? Denk vielleicht, schon, ja. Dass die günstiger waren oder was? Bagdad Fischmarkt. Ja, aber theoretisch hätte der Topf einfach nur betrunken werden müssen mit zwei Rohren. Eingebaut. Ach so. Genau. Auf jeden Fall alles mit Schutzgas dahin gebrutzelt. Kannst du das auffangen, alles, wie das da geschweißt ist und alles? Also hier, siehst du das? Also weiter weg. Guck dir das mal an. Egal. Es ist ja dicht. Dicht kann sein, dass es ist, aber es ist alles mit Schutzgas und mit der Flex da drüber geschliffen, ne? Hier zwei Rohre rein. Alter. Ja. Oh ja. Und so ist die ganze Auspuffanlage gebaut. Warum, vor allem, warum so tief unten, weißt du? Okay, das könnte ich ja noch verantworten, aber die zwei Töpfe hinten müssten ja höher. Boah, hier ist, finde ich, heftig, guck mal. Was denn? Ja, das ist brutal, da buppert, da siehst du, da ist ja. Schwarz, ne? Da hat es schon rausgepuffert. Der ist ja irgendwie ein bisschen noch gelaufen, ne? Aber scheiße halt. Ja, ist ja gar nicht ganz durchgeschweißt. Geht ja, kommst du ja kaum hin. Oh. Also, vorne würde es mich mal interessieren. Jetzt laufen wir mal weiter nach vorne. Siehst du das alles da schön, Justin? Ja. Alter, also brutale Auspuffanlage. Ja, da oben hat der Flexor. Oh, guck mal, warum die Lambda Sonde nach oben? Weißt du, gemacht, wenn du. Der hätte doch das Rohr höher, hier höher machen sollen und den Cut da oben rein. Da guck mal, wie viel Platz da ist. Da kriegst du noch zwei Cuts rein. Warum hängt der so tief unten? Warum? Weißt du? Auch gut. Was ist das für eine Lambda-Sonde? Das sieht aus wie von einem Peugeot oder Renault oder irgend sowas. Okay. So, jetzt ist Wasser rausgekommen am Turbo. Eine Wasserleitung. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Ne? Dann haben die hier ist eine Benzinpumpe. Hier ist eine Zusatzpumpe. Das ist aber eine große Pumpe, ne? Aber die saugt. Alter, guck mal, da ist voll der Knick in der Pumpe drin, aber die saugt. Der kann ja gar nicht laufen. Der kriegt aber keinen Sprit. Guck mal, der kann gar nicht laufen. Siehst du das, Justin? Siehst du das? Da ist 90 Grad. Ja, ich sehe es. Da ist 90 Grad Knick drin. Ja. Warte. Und das ist die Saugseite von der Pumpe. Der kann gar nicht laufen. Der kriegt überhaupt keinen Sprit. Warte, schau mal hin. Warte. Siehst du das? Jetzt. Guck mal, jetzt. Alter, du kannst doch nie über so eine kleine Leitung ansaugen da. Vor allem, da ist, wie gesagt, da ist ein Knick drin, der kann ja nicht saugen. Also, ist das brutal. Das ist schon abenteuerlich, ne? Das ist richtig geil. Ja, wenn du schon den Knick wegmachst, kannst du was um zu starten. Wahrscheinlich, ob er dann anspringt. Ja, aber guck mal, hier läuft die Suppe raus. Da haben sie den Rücklauf da reingemacht, ja, in die Ablassschraube. Guck mal am Turbo oben. Der läuft aus der Wasserleitung raus. Aus der Wasserleitung raus. Der Ansaugschlauch ist auch nicht dran. Ach du Scheiße. Okay, und warum machen die das so in die Ablassschraube? Da hat die Ablassschraube durchgebohrt und da was hingeschweißt. Warum nicht schön irgendwo seitlich in die Ölwanne was gebastelt, weißt du? Wie willst du da jedes Mal Ölwechsel machen? Guck mal, auch wie der Schlauch schon verdreht ist. Der ist verdreht, ja, komplett. Au, Alter. Ja. Ja, die Wasserleitung, das ist alles, ich weiß nicht, kannst du das da sehen? Mhm. Das ist alles aus verschiedenen Schläuchen zusammengezwirbelt. Da musst du auch gleich mal gucken. Das ist aber, warte mal, ist das ein GD820 oder sowas, oder?
Oder was ist das für ein Lader? Wie sieht das aus? Ich kann es gleich sagen, Moment. Es ist aber ein Gerrit. Ja. Ja. Es ist ein echter Gerrit-Lader. Aber es sieht aus wie ein 30er. Aber es ist keine 100er Ansaugung, oder? Moment, ich sag's sofort. Aber da oben, weiß nicht, Justin, kannst du das von da unten, da wo ich leuchte, kannst du das da sehen, da oben? Ach, ich muss. Da liegt auch die ganze Ansaugung, alles auf dem Mach Filter mal ein bisschen, Leute. So. Ja, warte. Sorry. Da oben liegt auch alles an, die ganze Ansaugung an dem Ölfiltergehäuse. Gut, da ist ja der Schlauch gar nicht drauf. Da läuft das Wasser raus. Siehst du das da oben? Kannst du das filmen? Ja, da wo der Rostnippel ist, ja, den habe ich. Aber der Lader muss da eh weg. Du kannst den doch nicht auf diesen riesen Krümmer da hängen lassen, weißt du? Das geht ja nicht. Das ist ja alles so eng da zusammengebaut. Max, was hast du da vorne gefunden? Füll dir mal die Zündspule an. Was? Peter. Aber jetzt kommt das Beste, guck dir mal die Nummer 1 an. Was ist da? Guck dir die mal an, die verdrückten. Also hätte einer mit dem Hammer drauf gekloppt. Alter, ja. Was? Die ist voll verdrückt da, die Spule. Und die auch, die ist ja voll am Arsch da. Die Zündspule. Eins und zwei. Die sind tot, die Spulen. Die sind am Arsch. Zwei Stück da, aber, die sind alle verdrückt. Ja, sind alle, aber 1 und 3 sind am heftigsten. Ja. Dann laut Besitzer ist gar keine Verdichtungsreduzierung drin, nichts. Gar nichts. Der Motor ist Serie. Und ich sehe auch, dass da eine organische Dichtung sogar ist. Also das hält ja nichts aus, der Motor. Es ist ein Fünfzylinder. Fünfzylinder war ein normaler Benziner. Ja, angeblich haben sie auch das Triggersignal, das 60-2, haben sie auf die Kurbelwelle gequetscht. Ob das halt geht, weiß ich nicht. Ich will auch gar nicht gucken, das bringt ja nichts jetzt bei dem Projekt, ne? Weil das alles so verpfuscht ist. Da ist so viel Pfusch, dass du gar nicht weißt, wo fängst du überhaupt an. Das kannst du gar nicht anfangen. Hörst du denn das mal alles raus? Vor allem da, weißt du, die Kabel und alles. Siehst du das, Justin, da? Ja. Das liegt alles frei rum. Da geht der 60-2 raus, oder? Nee, das ist der Klopfsensor. Das ist der Klopfsensor. Wasserflansch oben ist auch undicht. Ventildeckeldichtung sifft auch, da läuft das Öl alles runter. Ja, da muss alles raus. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ehrlich, ich bin baff. Ich habe in meinem ganzen Jahr noch nie so einen Pfusch gesehen, noch nie. Da musst du alles rausschmeißen. Wir haben unser erstes Mal gesehen. Hm? Alter. Ich verstehe auch den Kunden irgendwo. Ich meine, er vertraut ja denen, diesem Tuner oder was das war, keine Ahnung, ne? Der Kunde vertraut dir denn, da hat ja keine Ahnung, wie man Turbo baut und der baut denn da so einen Mist zusammen, Alter, ne? Soll ich dir mal einen Lampentrick zeigen? Was für ein Lampentrick? Wenn das an ist. Aber draufbleiben, dann geht's aus. Du musst nicht alle Dinger durch. Also der Motor selber sieht sauber aus. Der Block hat scheinbar auch erst nur irgendwie 30.000 Kilometer oder sowas. 60. Oder 60.000. Was ich hier noch gesehen habe, das habe ich vorhin auf dem Hänger noch gesehen, guck mal hier. Max, schlag mal das Rad ein. Justin, guck mal hier. Ja. Was haben die da gemacht? Siehst du, da ist irgendwas hingeschweißt. Kannst du das auffangen da? Ja. Haben sie, und da auch, da unten, guck mal da. Warte, hier bin ich. Hier. Ja, ein bisschen höher, da. Was ist denn da passiert? Da haben sie irgendwas rumgeschweißt. Ist das überhaupt fest alles? Du brauchst eine neue Riemenscheibe. Ist auch der Riemen läuft auch nicht rund, guck mal. Der Riemen ist nicht richtig drauf auf der Lichtmaschine, siehst du? Der läuft da voll neben der Spur. Kannst du das von unten sehen, guck mal. Ist du da? Ja. Der ist ja gar nicht da drauf. Na gut, das ist jetzt nicht schlimm, ne? Kannst du ja hier entspannen und darüber schieben. Da die Wasserpumpe, die sifft da irgendwo das Wasser raus. Okay.
Gut, ich glaube, wir haben genug gesehen, oder Justin? Wir tun die Kiste jetzt runter und dann quatschen wir nochmal mit dem Kunden, aber ich fasse hier nichts an. Weil das ist völlig unmöglich. Da kannst du nichts mehr retten, Mhm. Geht nicht. Wo fängst du da? Da kannst du einfach nur alles rausschmeißen, da draußen hast du einen ganz großen Container und da ballerst alles hin und baust einfach alles neu, fertig. Was anderes kannst du da nicht machen. Hey Maximus. Mhm. Ja, ist halt echt wirklich ärgerlich jetzt für den Kunden, weil er so viel Kohle dafür bezahlt hat, ne? Darf man den Preis erwähnen? Darf man den Preis erwähnen, was du dafür bezahlt hast? Mit den Teilen zusammen. Ja. Knapp über 20 Tage. Kann man das erwähnen im Video? Ja. Also ich habe eben den Kunde gefragt, Kunde möchte nicht auf Kamera, verstehe ich auch irgendwo, und er hat mit allem drum und dran fast 20.000 Euro dafür bezahlt. Und dann kriegt er hier sowas. Ich weiß, da kommen jetzt viele Anwalt. Ne? Ich habe jetzt zum Kunden gesagt, er soll probieren, erstmal auf einen guten Weg, das Geld, ob er ihm das Geld zurückgibt, er soll die Teile wieder mitnehmen und fertig. Ne? Das wäre die einfachste Lösung. Mhm. Und wenn es leider nicht anders geht, ich bin ja auch kein Freund vom Anwalt, auf keinen Fall. Aber in diesem Fall musst du den verklagen, wenn der jetzt sagt, nö, ich gebe dir nichts zurück. Es geht ja auch nicht um ein paar Euros. Es geht ja nicht um ein paar Euros. Aber dann wird es für den richtig teuer. Vielleicht guckt derjenige, der das gebaut hat, sogar zu. Vielleicht können, dass er zuguckt. Vielleicht können wir ihm mal persönliche Nachricht überbringen. Ja, also wenn du es siehst, ne? Ich würde lieber auf das Angebot vom Kunden eingehen. Weil ich spreche aus Erfahrung. Ja. Ich sag dir, wenn es hier um 20.000 Euro geht, und da kommt ein Gutachter und der schreibt sich das alles auf. Der Gutachter allein kostet schon 7, 8 Männer. Ja. In dem Fall. Ja. Da zerlegt er noch schön den Motor und alles wahrscheinlich, verstehst du? Ja, die Werkstatt. So, plus Anwaltskosten, Gegner, das, zählt jenes, kostet ihm das zum Schluss um die 40. Ja. Ja. Ich würde es versuchen, auf einen guten Weg zu klären. Ja, leider. Also leider ist das jetzt halt so gelaufen. Ne? Schade. Ich find's. Aber warum macht man sowas, weißt du, wenn man das nicht kann? Ich versteh's nicht. Geht mir niemand Kopf ran. Wer hätte den Tipp? Ich hab's vorhin schon erwähnt, die Ideen sind gut. Ja. Du? Also er weiß schon, da braucht man einen Ladeluftkühler. Ne? Du brauchst einen Ölkühler, du brauchst das. Also das Ausbau. Wusste er ja. Nur wie man das baut. Das hat er, glaube ich, zum ersten Mal gemacht. Keine Ahnung. Weiß es nicht. So, wir lassen jetzt die Kiste mal runter und ja, dann quatschen wir noch mal ganz kurz mal draußen und dann laden wir die Karre auf, ne? Ja. Wir helfen dem Kunden, jetzt ist das Ding wieder auf den Hänger, er soll das mitnehmen. Und dann soll er hier, oh, er geht sogar runter. Und dann soll er den Erbauer mal anrufen. Und dann sollen die mal richtig Dackeles reden. So werde ich es machen. Ja. Und wir haben es ja vorhin schon gehabt, Justin. Selbst wenn er sagt, er soll mir das Auto bringen, er wird es nachbessern. Da kannst du nichts mehr nachbessern. Nee. Das ist unmöglich. Nee. Dann müsste er das alles rausschmeißen und nochmal neu bauen, vernünftig. Das funktioniert. Wenn er da schon keine Ahnung hat, weißt du, wie sollen das beim zweiten, weil du hast ja als Werkstatt dreimal, glaube ich, die Gelegenheit nachzubessern. Genau. Ne? Rein rechtlich musst du, also muss der Kunde da drauf eingehen. Mhm. Aber in dem Fall, wie ist das in dem Fall, wenn der so schon so einen Fuß baut, wie willst du das denn da was nachbessern lassen? Das sind halt grob fahrlässige Fehler, ne? Da ist ja das Vertrauen ja schon komplett weg, ja. Weißt du? Gut, wir schieben jetzt die Kiste mal raus und dann sehen wir uns nochmal in ein paar Minuten. Also Leute, wir haben die Kiste jetzt rausgeschoben. Ich wollte noch eins dazu sagen, weil wir haben gesehen, die haben den nicht zum Laufen gekriegt. Ich vermute unten wegen der Pumpe, weil ja da Knick in der Leitung ist. Also hat ja überhaupt keinen Druck gebracht, die Pumpe. Wenn die jetzt aber Druck gebracht hätte, dann springt ja hier die Einspritzleiste raus, weil die ist komplett locker, Alter. Guck mal, du kannst die Düsen so rausziehen. Ja, ja. Und was passiert dann? Dann brennt ja die Karre ab, Alter. Ja. Weil? Weil die Düse springt raus, der Spritzt da raus. Und was ist hier? Was ist hier? Sind überall offene Kabel? Ja, hier so ein überall bisschen. Offene Kabel. Unten die Zündspulen sind alle irgendwie verbogen, offen. Ja. Die Karre fackelt. Aber sowas. Lebensgefährlich, Alter. Ja. Lebensgefährlicher Umbau, ich schwör. Ja. Ich habe sowas noch nie gesehen. Wir machen auch manchmal irgendwo, wo wir sagen, jeder macht Fehler. Gefällt mir nicht so. Ist ja irgendwo ein bisschen Pfusch, aber man könnte es lassen. Weißt ja, du? Ja. Es läuft, passiert nichts. Oder sieht vielleicht scheiße aus, weil irgendwo ein bisschen Rost rauskommt. Oder was weiß da nicht, aber es funktioniert. Aber in diesem Fall ist die Scheiße lebensgefährlich. Ich würde da keinen Meter damit fahren, wirklich keinen Meter. Selbst wenn das anspringt. Ja, also.
Ich glaube, wir haben jetzt echt alles zu diesem Auto gesagt. Ich bin auch auf jeden Fall, schreibt in die Kommentare, Leute, was ihr von sowas haltet. Ich finde das halt eine bodenlose Frechheit. Wie kann man sowas dem Kunden abgeben? Das ist schon allerhand, hey. Ich glaube, nicht mal in Afrika, im tiefsten Busch, baust du sowas zusammen. Ja, die machen es besser, ja, wahrscheinlich. Ganz ehrlich. So, wir laden jetzt die Kiste auf. Wir müssen noch zum TÜV fahren, müssen noch einen schönen Bus wegbringen. Sollen wir mal zeigen? Ja. Leon, gleich. Junior. Junior springt auch hier rum. Ah, schaut mal, ist das nicht geil? Das ist mega geil. T3. Er kriegt TÜV, ASO, Bremse, Eintragung. Alles. Das Ding ist wie neu, Mann. Wie neu. Richtig geil. Und hier ist der Junior Gogge. Ich soll Hallo sagen zu der Zuschauer. Hallo. Ja? Hallo. Sag mal, was geht ab und so? Also Leute, für heute war es das, oder? Justin? Ja, für heute. Ich glaube, das reicht für heute. Wir haben uns jetzt aufgeregt, nicht? Ich fand es jetzt heftig abenteuerlich, da dieser Umbau, noch nie gesehen, sowas. Also unglaublich. Kann man sich gar nicht im Kopf vorstellen, dass jemand so eine Arbeit abliefert und dafür noch so viel Geld verlangt. Richtig. Vor allem fast 20.000 Euro. Wahnsinn. So, also Leute, für heute ist Schluss. Wir haben genug gemeckert. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.